Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Und zwar wollte ich gerade mal Dings machen hier, das hört sich wieder toll an, ne? Mit dem Makros mal gucken. Und zwar hatte ich mir schon was rausgeschrieben. Also mit Strich M. Kann man das Makro-Menü aufrufen auf Neu. Ich schreibe jetzt einfach mal Test hin. Weil ich jetzt nicht genau was das ist. Ich habe mir das kopiert. Okay. So. Schwupp. Nein, das war falsch. Ah. So mit Strich M. Haben wir das dann test. So. Schon Tooltip. Mal gucken, was das sein soll. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Steady Shot. Keine Ahnung. Wir brauchen einen Opfer. Opfer, weil es wird auch nichts angezeigt. Nö, nee, gar nichts. Das ist toll. Das ist toll. Cool hier. Das ist wirklich toll. Was sagt ihr denn noch hier? Mit dem Rotation. Makro. Ups. Das Video selber ist auf, also dies ist größtenteils Deutsch, aber alles, was er schreibt, ist Englisch. Das ist interessant. Denn die Schatte. Command, vielleicht müssen wir dafür abmounten. Nö, nee, nicht wirklich. Abgezielt. Ja, doof. Jetzt sehen wir was Tolles an. Nö, wirklich was nützliches steht nichts da drin. Machen wir das anders. Rotation. Hab ich einen Klick Makro das. Und das. Okay, hier hat der wieder was anderes. Sieht ein bisschen ähnlich aus.
Ausrufezeichen. Okay, ja gut, Ausrufezeichen da drin, ne? Ich mag auch eins. Testen. Wirklich besser sieht das immer noch nicht aus. Nö. Auch nicht. Ja, Reset 1. Das ist natürlich toll. Gucken, ob das funktioniert. Pluck, pluck. Okay, das ist im Prinzip, dass das Pad angreift mit. Und zuverlässiger Schuss, ne? So schön ist das jetzt zwei Target. Cast Fass. Okay, Fass ist mit drin. Ups. Ach ja, ist klar. Müssen wir gerade schließen? Okay, das so. Strich. Ups. Und habt ihr gesehen, wenn ein Fass kommt, endet er das. Zum Wohl. So, das haben wir dann quasi auch erledigt. Gut. Die gehen aber dann mal gerade weg, nicht, dass die gleich da respawnen oder so. Ah, lass mal, das ist ein zuverlässiger Schuss, ne?
So, zack. Zuverlässiger. Okay, man kann nicht mehr Zeichen nehmen. Noch was, was aussieht wie der zuverlässige Schuss. Das ist natürlich ultra. Aber sieht er weniger dann aus, ne? Nicht schlecht. Nee, schlecht. So. Kein Magier, das ist kein Magier. Nur noch auf 7 Stück. Kein Magier. Auch nicht. Da ist ein Magier, okay. Erstmal finden hier. Aber das funktioniert nicht anscheinend immer. So, unsere Feinde. Gucken wir, ob wir den hinbekommen. Also rausdrücken. So. Natürlich. Den schnuppen. Oh, oder auch nicht. Wir können uns vorstellen. Flipp. Immerhin haben wir den umgebracht. Reife Leistung. Nein, komm wieder her. Puh. War draufgegangen, hä? Dann noch nicht mehr irgendwas Tolles drin. Okay, das sind ganz viele Magier. Natürlich, natürlich. Aufpassen, dass wir den anderen nicht wieder pullen. Aber sieht ganz gut aus. Sehr gut. So. Ups. So, aber ein neues. Holen die Magier. Es sind Magier, aber die greifen an. Also gehen in den Nahkampf, okay. Und es sind auch noch welche, die abhauen. Ich fasse es nicht. Nahkampfmagier, die abhauen. Zack. Komm schön her. Ich habe genau gesehen, dass du abgehauen bist. Der Schlingel.
Das ist natürlich cool, ne? Schwupp. Natürlich, holen uns direkt alle. So, der nächste. Der läuft nicht mehr. Okay. Zack. Läuft bei uns. So, well. Alles eingesammelt, rumliegen lassen haben. So, haben wir das auch geschafft. Also das? Nö. Schwingen wir uns auf unser Pony, reiten mal schnell zurück. So, das war schon mal gut, ne? Auch wenn das Makro nicht so 100% funktioniert, wie wir das wollen, aber gut. Besser als nichts. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Ruby, Burning Crusade. Und damit auf Wiedersehen. Und denkt dran, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, teilt das Video, würde mich sehr freuen und auf Wiedersehen.